Willkommen in der Johan Cruyff Arena hier in Amsterdam. Es ist eine wunderbare Kulisse für dieses Spiel. Mein Name ist Wolf Fuß und ich werde Sie mit Frank Buschmann durch das Spiel begleiten. Uns erwartet mit Sicherheit eine sehr interessante Partie. Ajax Amsterdam gegen AC Mailand. Das wird fantastisch, da habe ich keinen Zweifel. Es wird ein Fußballfest. Anstoß AC Mailand. Wichtiges Tackling hier. Da die Einblendung. So will der AC Mailand heute also ins Spiel starten. Ismaël Bennacer steht mit Brahim Diaz im Zentrum. Und der einzige Stürmer ist Olivier Giroud. Da ist die Chance. Da ist das erste Tor und das Spiel geht richtig gut los. Ja, das verspricht eine sehr interessante Partie zu werden. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Bennacer. Tonali. Riesenchance für Giroud. Macht das ganz sicher. Berghuis. Da haben wir Tadic. Steven Bergwijn. Vielleicht die Schusschance. Die Fans sehen es genauso. Ball ist nicht drin. Wir sehen die kurze Variante. Da ist er da. Er steht gut und holt sich den Ball. Brahim Diaz. Sehr dribbelstark. Da sehen wir es wieder. Tadic. Schönes Zuspiel. Und dann ist der Ball weg. Abwehr holt sich diesen Steilpass. Giroud. Sie kommen, sie versuchen es. Noch liegen sie hier natürlich knapp hinten. Tonali. Das könnte es sein. Alles wieder ausgeglichen. Ja, jetzt bin ich gespannt, wie sie reagieren. Hatten ja eigentlich bisher alles gut im Griff. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1:1. Den Zweikampf führt er sehr gut. Und Giroud. Machen Sie jetzt gut. Vielleicht die Führung jetzt. Und schon wieder Tor. Doppelschlag jetzt. Binnen weniger Minuten. Jetzt ziehen Sie hier davon. Goal for 2:1. Hier ist noch alles drin. Tadic. Da suchen sie jetzt die Lücke. Dusan Tadic. David Klaassen. Den Ball hat er. Eine Minute Nachspielzeit bekommen wir noch. Die erste Hälfte ist vorbei.
Weiter geht's mit der zweiten Hälfte. Noch ist Ajax hier mit einem Tor hinten. Steven Berkowitz. Und das gibt Ecke. Die Fans geben alles, die wollen den Ausgleich. Tadic führt die Ecke aus. Weiter gefährlich. Dusan Tadic. David Klaassen. Wichtiges Tackling hier. Vielleicht die Konterchance. So, wer hat jetzt die entscheidende Idee? Das ist ein vielversprechender Pass. So, der Ball ist erstmal weg. Gute Parade. Brahim Diaz. Jetzt könnte er den Ball abspielen. Ball fliegt hoch rein. Nee, das wird nichts. Ball im Aus. Wechsel beim AC Mailand. Das frühe Pressing jetzt. Bei der Ingang steht Karlein. Sie sucht Herrn Tadic. Jetzt liegt es vor allem an den Kreativen, hier mal eine Idee zu entwickeln. Sonst kommen sie gegen die Abwehr nicht durch. Jetzt können sie kontern. Olivier Giroud. Der AC Mailand lässt den Ball laufen, könnte gefährlich werden. Zugemacht, ganz souverän, tolle Szene. Ja, guter Pass. Geht er rein. Klasse gemacht, stark geblockt. Wechsel bei Ajax. Sie führen die Ecke kurz aus. Erneut Ecke. Die Ecke kommt. Sie spielen erstmal raus. Und die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. Klassen. Da haben wir Tadic. 5 Minuten. Dann ist die reguläre Spielzeit um und das Resultat ist denkbar knapp. Nur ein Tor trennt die beiden Teams. Platz zum Kontern. Olivier Giroud. Giroud mit dem Zuspiel. Klasse. Tor für den AC Mailand. Heißt es also jetzt. Da kommt die Tafel. 2 Minuten Nachschlag. Steven Bergwijn. So, wir haben den Schlusspfiff in diesem Spiel. Die Schiedsrichterin pfeift ab. Der Sieg geht also damit an die Gäste. Tja, sie können hier gewinnen. Am Ende doch ziemlich ungefährdet. 2 Treffer Vorsprung. Das sagt schon mehr oder weniger aus, wie das hier gelaufen ist. Ein gutes Spiel von ihm heute, kann man nicht anders sagen. Das war eine starke Leistung heute. Tor gemacht, was will man mehr? Hat sich den Jubel wirklich verdient.